So, herzlich willkommen. Wir sind bei Sherlock Holmes. Und es gibt eigentlich nicht mehr sehr viel zu tun. Jedenfalls sieht es so aus. Ich hätte gerne... Ja. Ich hätte gerne... Genau, das hätte ich gerne. Sie haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden. Alles klar. Ja. Das Einzige, was ich gerne noch hätte... wäre ein kurzes Gespräch mit unserem Menschen hier. Wie heißt er? Ich habe leider vergessen, wie er heißt. So. Ist der eigentlich noch da? Er ist noch da. Ein Mord. In meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf. Ein bisschen enttäuschend. Und hier ist gar nichts mehr los. Krass. Okay. Gut. Wäre die große Fragestellung. Baker Street, gibt es da noch was Neues? Also ich will es nur als nebenbei Info haben. Ich gucke gerade, ob die Aufnahme läuft. Ja, könnte sein. Okay. Ja, und jetzt heißt es kurz Gedanken sammeln. Ich weiß gar nicht, was der beste Ort ist zum Gedanken sammeln. Vielleicht doch die Baker Street als Zuhause. Fragezeichen? Keine Ahnung. Ja, Resümee ziehen. Wir haben ja zwei Alternativen, wo man entscheiden könnte. Bin ich jetzt. Das untersuchen wir dann als nächstes, würde ich sagen. So, der wird wieder irgendwas sagen, was sinnlos ist. Was tun wir als nächstes, Holmes? Genau, okay. Und Toby, gut, ja. Ich hoffe, der Knochen stammt nicht aus Watsons Sammlung. Überleg dir mal was Neues. Okay, so. Also, wir könnten nochmal zu Inspektor Lestrade und so weiter, aber ehrlich, das macht alles keinen Sinn. So, wir können ja mal so verschiedene Dinge nochmal durchgehen, weil ich glaube, das ist wirklich hier noch auch nochmal wichtig. Was ist Faktum und was ist sozusagen eine Nebengeschichte, die nichts mit dem Mord zu tun hat? Sir Charles und Bernard Marley stehen im Widerspruch zu Alberts Aussage. Keiner von ihnen will jedoch über den Tempel reden. Das ist klar, weil es halt eine peinliche Sache war für den, der verlassen worden ist, aber für die auch, die geflüchtet sind. Ja... das Modell. Steht da irgendwas im Widerspruch? Ja, nö, ist es nicht im Widerspruch. Albert lügt in der Hinsicht, aber ist das jetzt ein Anlass zu glauben, dass er sonst komplett lügt? Albert hätte das Modell der letzten Pyramide nur dann bauen können, wenn er sie während der Expedition betreten können. Ja. Ich denke, das ist jetzt dann sozusagen auch erwiesen. Dass die das betreten haben, durch das Video, so andere Sammlungen. Ach, das war das, hätte sozusagen der Charles, Sir Charles, Entschuldigung, der hätte natürlich profitiert, wenn die Greystock-Sammlung in den Besitz des Clubs gekommen wäre. Aber er hätte tatsächlich auch alle anderen Sammlungen verkaufen können. Das ist richtig. Auserwählt. Bernard Marley glaubt wirklich, dass er Auserwählter ist. Das hatten wir in dem... Das ist ein Fakt, weil wir haben tatsächlich ja den Zettel gefunden. Gleichzeitig, und das hatte ich ja auch schon gesagt, hat er Furcht. Die Götter dort, wie gesagt, sind nicht unbedingt friedliche Götter. Und deswegen versucht er sich zu schützen. Ich verstehe nicht, was das... Ich bin Auserwählter. Sozusagen, dass das ausschließt, dass man Schutz sucht. Ich glaube eher, dass er sozusagen sich wirklich für den Auserwählten hält. Also er hat zumindest ja die mechanischen Dinger, Dinger. Geht das weg, wenn man das wegnimmt? Ja, das geht weg, okay.
Also das funktioniert, ne, wenn man komplett, das funktioniert nur komplett, wenn man komplett daran glaubt, dass er unschuldig ist. Warum bewegt sich das jetzt? Danke. Ich habe nichts gemacht übrigens, es hat sich von selber bewegt. Gut, also er hält sich für einen Außerirdischen, ja, für einen Auserwählten. Er hat den Automaten gebaut und deswegen wurde das auch als rennende Statue gesehen. Und das war Tekun Oman. Und hier sozusagen der Orbit hält sozusagen damit den Fluch für möglich. Wir hatten ja auch die Möglichkeit, dass der Fluch tatsächlich möglich ist. Aber das war eine sehr frühe Möglichkeit der Entscheidung. So, und deswegen konnte man, also der Charles sozusagen, den Automaten rennen sehen. Peng. Okay. Vorbereitet. So, Charles hatte Zeit, Gelegenheit besucht, etwas vorzubereiten. Das ist richtig, das macht aber noch keinen Mörder, ne? So. Also Charles weiß von dem Fluch, er hatte die perfekte Gelegenheit für den Mord, richtig, aber deswegen macht es ihn immer noch nicht zum Mörder. Nicht gewürzt. Sir Charles weiß nichts von einem Fluch. Die Gelegenheit alleine macht ihn nicht zum Mörder. Genau. Ich finde das auch wieder problematisch, weil er im Grunde genommen ja, wie soll ich sagen, diese Fluchsache. Was passiert, wenn wir das nehmen? Mal kurz mal gucken. Nur schauen. Ja, okay. Also ich meine, der Charles hat natürlich, ist auch skrupellos, der hat ja den Albert zurückgelassen, wie die anderen auch. Keine Rache, kein Fluch. Deswegen würde er vielleicht einiges tun, aber einen direkten Mord, wir haben keinen Anhaltspunkt gefunden, dass das so ist. Und bei unserer Rekonstruktion war er auf dem Balkon eindeutig, Kopfvideo. Aber das beruht ja auf den Aussagen von Charles. Und insofern könnte das natürlich dann wieder verfälscht sein. Aber es gibt das Motiv, dass er den Besitz haben will. Aber das kann man auch wieder ausschließen, weil er anderen Besitz verkaufen könnte. So. Der Fluch und die Kümmern existieren, hat wirklich Teil der Explosion befallen. Dann geht das jetzt weg und irgendwie sowas anderes könnte aufgehen. Nein. Okay. Also es kann ja diesen. Verzeihung. Moment. So. Es kann ja diesen Fluch trotzdem geben. Aber das ist tatsächlich eine menschliche Interpretation. Also, wenn wir von dem ausgehen, was wir gefunden haben, dann ist es ja eher eine menschlich gemachte Geschichte. Automaten töten Menschen. Ne? Albert glaubt, dass er vom Fluch befallen ist. Er will sich an niemanden rächen. Genau, das ist jetzt so das eine. Haben wir was Gegenteiliges? Also wir haben das größte Problem bei der Geschichte, dass wir nichts gefunden haben, was erklärt, warum Albert überfallen worden ist. Und der Sohn ist für uns nur praktisch auf dem einen Foto gewesen. Und da könnten wir nochmal unser Buch anschauen. Mal gucken, ob wir das jetzt sofort finden. Mal schauen. Wo ist denn das? Der Charles hat den Greystock gehalten und dem in Absicht mitteilt, noch im Preis von dem Club zu kommen. Ja, das, ich sage ja nicht, dass es keine Gelegenheit gab, nicht? So, die Fotografie mit Guatemala. Male hat Statue Tikumen vor 10 Jahren hergestellt. Lieferung. Ich meine, das sind auch Punkte, ne? Dass jetzt praktisch in der Gießerei alle Möglichkeiten waren da. Alle Möglichkeiten waren, wirklich diesen Mord auch vorzubereiten.
Der Geruch von Rauch, Opium, also der ist eigentlich fertig. Das muss man einfach wirklich sagen. Also wir haben ihn ja ausfindig gemacht. Das ist schade, wir haben mal behaupten, dass Albert auf der Expedition Guatemala gestorben ist. Auch Albert Krankenhausstation, tropische Krankheiten getroffen. Entweder lügen die beiden Herren oder aber sie wissen nicht, dass Albert überlebt hat. So, The Charles, Zacharias Greystock und Bernard Marley besitzen oder besaßen nie einen Teil der Statue. Aus dem selben Jahr 1881. Marleys Statue wurde in drei Teile geteilt, sodass besitzen oder besaßen nie einen Teil einer Goldstatue. Marleys Statue wurde in drei Teile geteilt, sodass wir Sir Charles Greystock 2 diese Teile bekommen haben. Wir haben ja praktisch irgendwo ein anderes gefunden auch. Das war oben im Clubhaus, richtig? Kann das sein? Und das andere wurde dann, das wurde ja dann verkauft. Es gab diesen Verkaufsbeleg und so weiter. Gut. Beweise. Also das untermauert im Grunde das Video, was wir gesehen haben, dass die dann zu dritt einfach die Beute, will ich jetzt mal sagen, geteilt haben, die noch verfügbar war. So. Und auch hat durch den Speerstatue die Kron Oman getötet. Also wir müssen uns einfach daran halten, was wir in dem Video und der Rekonstruktion einfach gesehen haben. So, Manis Gießerei. War kein sicherer Ort zum Reden. So, Freund gestern. Jupiter, Robert, Guatemala, Tod, schreckliche Krankheit, macht gar aus. Zu tapfer, Klischee. Ja, zu tapfer, er hat halt in die Vertiefung gegriffen, ne? Aber das war die falsche und hat was Falsches gedrückt. Wir waren nicht clever, wir haben auch erstmal einmal gefehlt. Ne? Gut, also. Tu. Verschlechte sich urplötzlich, nichts tun kann. Zacharias Tod, Fluch und Flammt, Sherlock Holmes nach 14 Jahren. Verzeihen sind zeitlos aus dem Jenseits. Es gibt kein Entkommen. Ich glaube, der Marley ist tatsächlich besessen. Es ist keine Frage des Glaubens. Genau. Fluchhilfe stoppen, welch Irrsinn. Der ist vollkommen, also er ist völlig überzeugt, dass das nicht aufzuhalten ist. So, er hat Nachricht geschickt, wollte im Club kommen, Charles davon abbringen, Kalenderpreis zu verleihen. Ich wusste, Charles nicht einlenken würde, aber Kalender würde eh nicht helfen. Die Kundin ist viel zu mächtig. Also der hat im Grunde genommen, ist besessen davon, von der Macht und hat sich als Instrument gesehen. Und ja, genau, vice versa, im Grunde genommen, der Albert. Schief fokussiert, möchte gerne Karriere, Politik. Das ist nochmal betrieben, unbedingt House of Lords. Ich meine, da könnte er natürlich das Geld und auch einen gut laufenden Club sehr gut gebrauchen, ne? Aber trotzdem kann er halt immer die Stücke weiterverkaufen aus dem Club, der Charles. Also insofern, der ist schon, wie gesagt, skrupellos, aber er ist halt nicht besessen von der ganzen Geschichte. Statue verschwunden ist. Ich weiß nicht, was nichts damit zu tun hat. Gut, das würde jeder sagen. Aber sie sind doch Bauer der Stadt, stimmt. 10 Jahren, kann sie nicht vorwerfen. Mordverantwortlich? Nein, es ist Tekun Oman. Also der leugnet im Grunde genommen schuld zu sein. Also er sieht sich halt klar als Instrument. Wer da ahnen könnte, ist einfach Kopie einer Statue ausrechnet niemand. Das niemand. Papierkram erledigen. Wir haben zu lange gesprochen. Er könnte uns hören. Tekun Oman, leben Sie wohl. Okay, Krankenhaus. Watson. Baker Street. Club. Alberts Haus. Das wollte ich nochmal sehen. Töte mich nicht. Wir haben das Problem aber immer noch, dass sozusagen hier irgendwas losgeht. Oder gegangen ist. Keine Angst.
Nun nicht ganz, wollen wir diese Charade jetzt beenden. Ich sage, ist Orbit, nicht wahr? Mitglied, ja, war ich. Was passiert ist, nach Besuch Krankenhaus bin ich schnell wieder zurück. So spürte plötzlich böse. Er spürte eine böse Präsenz. Also er hat eventuell ist die Statue dort gar nicht jetzt weggebrochen worden. Die kann ja irgendwann rausgebrochen sein. Böse Präsenz und er hat die nur gespürt. Das heißt, es kann auch eine Einbildung gewesen sein. Ich vermute, war es nur das Fieber. Oder etwa eine lebende Statue. Ja, es war eine der Doppelstatuen. Ich sah ihren Schatten und glaubte, sie mir nach mir so mich umbringen zu wollen. Schrecklich. Das ist Einbildung. Der hat im Grunde genommen ein Kopfkino gemacht. Mal ganz einen fetten Film eingelegt ins Kopfkino und im Grunde genommen mal einen vom Beitel gezogen und dann ab in Seich, ne? Wurde Statue lebendig. Ich muss ja Haus oder so, vielleicht gibt es Spuren. Expedition sollte Mano ist geschehen. Gestorben, zurückgelassen. Ich hatte ein schlimmes Fieber und wollte, dass sie mich zurücklassen. Er wollte das? Der Film sah nicht danach aus. Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern. Okay. Aber wie durch ein Wunder blieb ich am Leben. Ein Auge oder ein Arm verloren. Dauerte lange. Ende schaffte es sich wieder nach London. Damals Karriere, Leben beendet. In der Namen Adresse. Jetzt schwach nutzlos. Nutzen nicht mehr lange. Lebende Tote nicht mehr lange. Okay. Vielleicht war das auch Fluch. Aussagen die Kuhn Umans Rache. Wissen Sie, Greystock umgebracht habe? Ja. Ich habe gelesen, ein Speer war, wie passend. Passend. Archäologie, faszinierend, Sport, Adrenalin. Spiel war, wenn der starb, als Beute. Wohl der Jäger, die Kunuman. Okay. Es gibt eine verschlossene Tür, keinen Schlüssel haben. Und das ist halt im Grunde genommen Sohn Gulliver. Nach dem Tod seiner Frau nach Glasgow, als er zurückkam, richtete ich ein Zimmer ein. Als ich zurückkam, richtete ich das Zimmer ein. Nach meinem Tod zog meine Frau mit ihm nach Glasgow. Zurück und richtete ich das Zimmer ein. Okay, das ist also nur ein. Ja, das sind alles nur Abbilder im Grunde genommen. Gulliver braucht mich ab und an. Aber was bringt das Leben mit einem Krüppel als Vater? Also, ich bin immer noch völlig anderer Meinung. Sie werden mich wieder verlieren, weint. Was ist das hier? Unmöglich, sie haben sie gefunden, antworten sie. 17 Antikonomans Tempel, versorgten Globus, Guatemala träumte, fehlende Teilpyramide, betraten Tempel, ich hatte lebhafte Visionen. Einen Moment, sie betraten den Tempel. Ja, fanden die Pyramide aus meinem Traum. War zu schwach, ich konnte das Rätsel im Eingang nicht lösen, ich habe versagt, wollte immer wissen, warum. Nach meiner Rückkehr haben sie gemäß ihrer Vision diesen letzten Teil gebaut. Aber nichts, ich sterbe, zumindest wird mein Sohn sehen, dass mein Bestes für mein Lebenswerk gegeben habe. Okay. Also ich meine jetzt fest, dass das erstmal ein Gerüst ist, was erklärt, was passiert ist. Wir sind noch gar nicht beim Schlussfolgern, sondern erstmal, das sind schon erstmal die auf den Fakten, und das ist für Sherlock Holmes ja ganz wichtig, den Fakten basierend, was wir sozusagen feststellen konnten. Angriff ist Christoph durchgeführt, geschenkt. Ne? Kleine Statue, möglicher Orbitsohn. Wenn es eine Einbildung war, also da kommt sowieso keiner durch das Fenster, muss man ehrlich sagen. Der Seil kann ewig gehangen haben. Wir haben keinerlei Anzeichen. Und dass etwas auf uns geschossen hat, ist der letzte Punkt, der mich hier irritiert. Wir sind ja gestorben auch. Und also etwas, das nichts ist, kann es ja nicht sein. Das heißt, es ist maximal möglich, dass uns der Albert beschossen hat.
Der hat eine Wahnvorstellung gehabt. Und das würde diese offene Frage, die hier existiert mit dem Sohn, würde das erklären. Also erstmal ist im Grunde genommen plausibel, was wir jetzt hier haben, finde ich jedenfalls. So, Marley ist schuldig, Bender. Marley glaubt an den Fluch und gestaltet seine Statuen als Tütelautomaten. Dann hoffte er, einer der Auserwählten zu werden. So, er gehört hinter Gitter, er ist ein Abgeordneter, aber Glauben gefolgt und hat kaltblütig getötet. Es ist jetzt erstmal auch richtig, Bergmann ist verrückt und braucht professionelle Hilfe. Sein Turm wäre besser aufgehoben als im Gefängnis. Ich meine, es ist eine Frage, wie man jetzt im Grunde genommen die Situation, also sieht man es als Aberglauben, ja, dass man sozusagen sich selber in der Situation sieht, oder ist man gar nicht mehr fähig? Also Aberglauben ist ja etwas, was noch relativ milde ist im Vergleich zu einer Zwangsvorstellung, ja, dass man sozusagen da dass man da quasi sich als Instrument sieht und eben jetzt hier in die Richtung geht. Jo. Der letzte Punkt, der für mich hier wichtig ist: Gibt es eine Alternative? Und da kann es sein, dass wir jetzt, also ich reiße es jetzt nochmal kurz auseinander, indem wir einfach ein bisschen ein paar Sachen umdrehen. Ne? Charles weiß von dem Fluch. Der perfekt. Also wir können das jetzt mal so bauen. Wir könnten das jetzt mal so bauen. Charles weiß von dem Fluch. Aber Charles, wie soll der den umgebracht haben mit dem schweren Speer? Das ist auch so ein Hämpfling. Was ist denn, wenn wir jetzt doch mal... Aber das lügt ja sein Sohn, das Bett könnte Person in kleine Statue gehören. Das macht auch nichts besser. Drehen im Grunde genommen jetzt hier mal alles um. Shit. Die Person, die Zacharias Christus getötet hat, ist körperlich stark genug, um einen kräftigen und genauen Speerwurf auszuführen. Das Bett könnte sein, so eine kleine Statue, diese könnte auch der Mörder sein. Ja, aber das... So. Aber glaubt, es ist vom Fluch befallen. Er will sich ja niemand rechnen. Was ist denn, wenn Albert das war? Wäre die Frage. Also wir haben hier das mit der Stärke. Aber es lügt nicht. So, Charles hat die andere. Wir machen das mal. Greystock stirbt. Flucht. Keine Rache.
Holmes ist schuldig. Guck an. Er hat die Clubschulden. Sir Charles sagt keine Statue mehr. Sir Charles ist schuldig. Sir Charles Yellingham ist der Täter. Er hat die Legende um den Fluch genutzt, um Zacharias Greystock zu töten und so an seine Antikensammlung zu gelangen. Er hat die flüchtende Statue lediglich erfunden, um seine Tat zu vertuschen. Dann müsste aber die Statue ja irgendwo sein. Hat Geld und Macht. Sir Charles hat für Geld und Macht getötet. Er wollte Greystocks Sammlung haben. Er muss ins Gefängnis. Ja, wie gesagt, er hätte auch andere Sammlungen haben können. Warum gerade diese? Ich meine, das eine Goldstück, das große Goldstück von Greystock. Gnade für Sir Charles. Sir Charles hat unter dem Druck von Schulden getötet. Er ist ein Opfer seines rastlosen Lebens mit Karriere und Familie. Gnade ist angebracht. Wir haben einen Film, wo ganz klar ist, dass Charles auf dem Balkon steht. Das ist Fakt. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Alternative da geben kann. Also das andere war sozusagen dramatisch. Das jetzt hier ist echt nochmal wirklich Bilanz ziehen. Was hat man wirklich an Fakten? Krass. Charles war von Anfang an weniger in unserer Bewertung. Er konnte sich vorbereiten. Er hat eine Falschaussage gemacht. Er sah keine Wegrennen. Das ist aber falsch, weil wir im Grunde mehr Spuren gefunden haben auf dem Weg. Das widerlegt genau diese Version hier. Finden wir noch was anderes? Dann haben wir die Clubschulden. Also er hätte nicht töten müssen, um weitere Stücke zu verkaufen. Es sind genügend in den Sammlungen drin. So, wir müssen hier auch nichts weiter umdrehen, weil im Grunde genommen wir ja schon den Entscheidungsknoten hier haben. Gelegenheit. Weiß vom Fluch, Gelegenheit für den Mord. Aber wenn er von dem Fluch weiß, die Kunuman wegrennen. Er sagt keine Statue wegrennen. Also es passt hier nicht, dass die Spuren bestehen. Und es passt auch nicht, dass Automaten gebaut werden, die einen Speer schleudern können. Also es funktioniert nur so, wenn wir den quasi neutral setzen. Es ist aber völlig unerklärlich, warum der Automaten baut, wie ein Besessener. Und ich... Also der Charles wirkt nicht wie jemand, der einen Speer dermaßen werfen kann aus der Position auf dem Sockel. Und vor allen Dingen der Greystock wäre nicht an Charles vorbeigegangen, wenn der auf dem Sockel gestanden hätte. Wir haben ermittelt, dass vom Sockel aus sozusagen der Speer war. Also man kann das hier zurückweisen. Das ist die... Wir haben kein Faktum gefunden, was wirklich beweisen würde, dass Sir Charles wirklich schuldig ist. Okay, dann bauen wir das mal wieder auseinander. Ausgewählt. Wir machen den mal wieder neutral, nochmal kurz. Ich will nochmal auf was anderes hin, dann Angriffe. Angriffe waren gekonnt durchgeführt. Das spricht halt gegen Automaten ein bisschen, ne? Sir Charles ist schuldig. Was ist denn, wenn jetzt hier ein Verdächtiger noch ist? So, wir nehmen das hier zurück. Die Clubschulden nehmen wir zurück. Zack. So. Aussagen: Orbald lügt. Orbald lügt nicht. Pyramide wird explizit.
Mission getreten haben, dass man da jetzt könnte seine Vorstellungskraft genutzt haben. Keine Rache. Wir sind auf Rache. So. Wir sind auf Rache. Peng. Albert ist schuldig. Perfekt. Dann haben wir jetzt diese Alternative. Jetzt ist die Frage, kann der Albert mit dem verbliebenen Arm den Speer werfen? Wir haben hier Stärke, ne? Person Zacharias Greyson ist körperlich stark genug, einen kräftigen, genauen Speerwurf durchzuführen. So. Okay. Albert ist schuldig. Albert hat einen zwergwüchsigen Komplizen eingesetzt, um die Öffentlichkeit glauben zu lassen, dass Zacharias Greyson und später die weiteren Clubmitglieder durch den Fluch umgekommen seien. Albert hat aus Rache getötet mit einem zwergwüchsigen Komplizen. Sie sollten beide ins Gefängnis gehen. Albert hat nicht mehr lange zu leben und wird niemanden mehr töten können. Sein zwergwüchsiger Komplize stand unter seinem Befehl. Beide sollten auf freiem Fuß bleiben. Ja, das ist schon erstmal überhaupt. Der Komplize war Instrument des Auftraggebers, deswegen geht er mal frei, wenn er jemanden umgelegt hat. Was ist das denn für ein Argument? Der hatte gar keine Kraft, deswegen hat er einen Zwergenwüchsigen eingesetzt. Aber da kommt eigentlich genau der Punkt. Wir sind ja hier bei der Stärke und wir haben gesehen, dass eigentlich nur jemand wirklich der volle Power hat, diesen Speer werfen kann. Deswegen können wir, glaube ich, das jetzt hier auch ausschließen. Also ich glaube, wir haben jetzt so die Hauptcharaktere haben wir sozusagen jetzt erstmal. Also Albert war es nicht, der hätte einen Grund gehabt, aber der hat eigentlich mehr mit sich selber zu tun. Wenn wäre echt ein guter Schauspieler und man muss überlegen. Also ich meine, der Angriff will mir nicht aus dem Kopf. Ich meine, Albert müsste uns dann angegriffen haben in der Wahnvorstellung im Grunde genommen. Der Angriff ist das, was mich jetzt gerade noch stutzig macht. Und das passt sozusagen nicht in die Version, dass Albert vollkommen unschuldig ist. Im Gegenteil, wir hatten ja vorhin durchgelesen und eher Hinweise darauf gefunden, ja, Wahn und hin und her. Da sprechen eigentlich eher diese Indizien sozusagen auch darauf, die Sprache des Albert unschuldig ist. Und er hat keinen Kontakt mehr zu seiner Familie. Und wenn ein Helfer, wir hätten ja irgendein Indiz für einen Helfer finden müssen. Und da gab es keins, auch das Fenster da oben nicht. Okay, also ich denke, ja, da können wir jetzt, glaube ich, jetzt mal von ausgehen, dass es eher die Statue war, die mechanisch sozusagen den Greystock getötet hat. So, okay, also dann müssen wir jetzt mal gucken. Also das ist jetzt hier wieder kleines Kind nicht fähig. Also kleines Kind ist ja auch nicht, muss man ja sagen, kleines Kind ist es ja wahrscheinlich auch nicht mehr. Man weiß nicht, wie alt dieses Foto ist. Das ist ja auch so ein Punkt. So, Furcht, Aussagen, Albert lügt nicht. Tempomodell, keine Rache. So, was müssen wir jetzt rennen, die Statue? Wegrennen? Weinautomat. So, Furcht, das muss man auserwählen. So, Marley ist schuldig. Wir haben einen Zeuge, Charles, zur Tatzeit bei einer Marleys Automaten wegrennen. Und das passt auch zu den Spuren, die wir gefunden haben auf dem Weg. Ich meine, es könnte natürlich auch sein, selbst wenn der Marley. Es könnte natürlich sein, dass sie die Statue, die müssen sie entsorgen. Wir haben sie ja gesehen. Also die Statue war da und die Schleifspuren können natürlich vom Entsorgen der Statue auch sein. Der Originalen, ohne das, was passiert ist. Aber nochmal,
Ja, der Charles ist meines Erachtens nicht kräftig genug, um so einen Mord zu begehen. Und warum sollte er den Mord begehen? Also wenn die Scheibe verschenkt wird, die ist auch nicht so viel wert, wurde gesagt. Wenn die Scheibe verschenkt wird, hat der ja kein Problem damit. Der hat ein Problem, wenn wirklich teure Sachen verkauft werden. Das Einzige, was hier noch helfen könnte, Entschuldigung, das würde ich gerne nochmal checken. Ganz kurz Beweise und hier nochmal gucken. Und zwar Dokumente. Sherlock Holmes Brief. Was? Mehr nicht? Robert. Ja. So, Sherlock Holmes. Marleys Gießerei. Mist. Wo sind denn jetzt denn? Da, Marleys Tagebuch. Brief von Orbit. Kein Schmerz nachvollziehen, muss verstehen, meine Entscheidung am besten war. Offizielle Bescheid für Sklavenfreilassung. Wow, Alter. Ja. Mit Orbit Dyke und Dumbo. Von diesem Tag an eine rechte Freiheit für sie und alle ihre Nachkommen. Geburt auf der Bühne, Sensation brutaler Sperrmord. Bettel im Anstalt, Brief ab sofort offen für alle. Brief Krankenhaus, Brief an Alice, Visitenkarte, Bestellung Abendveranstaltung, Telegramm Greystone. Ich habe es hier schon vor allem gesagt, Sie dürfen den Kalender nicht weggeben. Ich will ihn untersuchen. Wir müssen noch vor der Preisverleihung darüber reden. Ich habe die andere Person bereits über die Sache in Kenntnis gesetzt. Für den war das ein Sport. Der wollte unbedingt was rausfinden. Und das hat sozusagen bei Marley wahrscheinlich dann den Startpunkt gesetzt, aktiv zu werden. So, Briefjuwelier. Yellingham. Wir bestätigen den Halt ihres Verkaufsgegenstands. 458 Gramm schwer, massiv. Guatemala, wir erklären sie einverstanden, diese Gegenstände zu erwerben. Der fällige Betrag wird innerhalb 48 Stunden nach Briefes gezahlt werden. Obwohl diese Transaktion völlig legal ist, versichern wir Ihnen, dass die gesamte Anlage vertraulich behandelt wird. Sir Charles Yellingham. Nachricht von der Bank, sehr geehrter Charles. Sie darüber informieren, dass Sie eine Tranche auf das Konto Ihres Clubs überwiesen haben. Allerdings wurden aufgrund früherer Verzüge die Zahlungsperiode auf einen Monat und die Kreditsumme auf 1000 Pfund reduziert. Yellingham. Ah, es juckt. Ich muss mal doch wieder waschen. Puh. Sir Charles. Hat der seinen Teil verkauft und der andere Teil war noch übrig, richtig? Wie gesagt, er hätte auch andere Punkte gehabt. Also ich habe jetzt hier nicht sofort was gefunden. Vielleicht habe ich was übersehen, aber da wird die Geschichte uns dann sozusagen ja zeigen, ob wir richtig lagen oder nicht. Gehört hinter Gittern. Aberglauben gefolgt, aber nicht absichtlich. Ich glaube, der fühlt sich wirklich im falschen Film. Kaltblütig auf keinen Fall. Also das würde ich jetzt nicht annehmen, von dem, was wir gehört haben. Der hat Schiss, der sieht sich als Instrument
Und deswegen noch kurze Prüfung nochmal. Bernhard Mahl ist verrückt. Ist in den Sanatorium aufgehoben. Da kann er natürlich wieder ausbrechen, ne? Und dann geht es weiter mit Morden und hin und her. Aber ich mache das jetzt mal so. Boah, okay. Ja, mal gucken, was da jetzt. Vielleicht gibt das Programm ja jetzt ja gleich, das Spielchen gleich noch Feedback. Gut, dann, ja, würde ich sagen, machen wir hier vielleicht nochmal durch. Was ist los? Ist noch jemand gestorben? War es wieder Tekun Umar? Tekun Umar wurde gerecht, Mr. Marley. Es ist vorbei. Haben Sie keine Angst. Folgen Sie uns einfach. Ihnen folgen? Warum? Keine Sorge, es ist nicht Ihre Schuld. Ab jetzt werden sich Spezialisten um Sie kümmern und Ihnen helfen. Nein, ich bin nicht verrückt. Nein, Sie sind verrückt. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass Gnade für Marley, gefundene Hinweise, Entscheidung prüfen. Gnade für Marley. Wieso ist es rot? Er hat nicht die Fähigkeit zu begreifen. Er hat nicht die Fähigkeit zu begreifen, was ein Verbrechen er begangen hat. Deswegen muss er entsprechend behandelt werden in einem Sanatorium. Wieso ist das rot? Warum ist es rot? Ich weiß es nicht. Warum ist es rot? Keine Ahnung. Ich meine, der begreift ja noch viel weniger, wenn man ihm sagt, dass er die Morde begangen hat, kaltblütig. Wow, das sind so viele Optionen. Das ist schon echt krass, was die hier zusammengebaut haben. Du musst ja praktisch dann für jede Option dann, ja. Wir haben es jetzt gemacht. Ich habe jetzt mir sehr lange, ja, drüber sinniert sozusagen. Das war, glaube ich, auch nochmal ganz gut, die Alternativen rauszusuchen, dass man zumindest mal so einen Anhaltspunkt hat, wie man das sehen kann. Ich denke, es ist auch im Sinne von Sherlock Holmes, ehrlich gesagt. Warum? Weil der immer versucht hat, nach Fakten zu gehen und wirklich bis zum Letzten alles auszuschließen. Deswegen war das mit den Alternativen nochmal wichtig. Also gibt es einen Weg, der besser erklärt, also gibt es als Statistiker kann man das sagen, gibt es ein Modell, was die Realität besser erklärt, als das Modell, was ich sozusagen bisher hatte oder was andere vorher hatten. Naja, gut, okay. Ich bin etwas unsicher, ob wir jetzt noch starten sollten. Ich mach's einfach mal. So. Vater, Mr. Orson Wilde ist hier. Ich werde bei Miss Alice übernachten. Was? Schon vergessen? Orson Wilde. Du weißt schon, amerikanischer Theaterstar. Er ist zu Besuch und bleibt bei uns. Du hast es vergessen. Nein, nicht das, sondern dass du bei Miss Alice übernachten willst. Ja, richtig. Sie hat es vorgeschlagen. Sie meinte, du würdest sicher nichts dagegen haben. Ganz klar. Ablehnen, eingeschnappt reagieren, andere Lösung vorschlagen, widerwillig akzeptieren. Oh Gott. Warum bleibst du nicht bei Mrs. Hudson? Aber Miss Caitlin hat mehr mit Miss Alice gemeinsam und sie verstehen sich so gut. Mrs. Hudson, Mr. Wilde ist hier, um den Charakter von Vater für sein nächstes Stück zu studieren. Und er wird nicht enttäuscht sein, oder? Vater ist so dickköpfig. Ich fasse es nicht. Der große Sherlock Holmes. Um Gottes Willen. Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren beiden Gehirnen... Gehirnen? Oh Gott. Auch das noch. Ich hätte gerne meinen kleinen Augenblick Pause gehabt, ehrlich gesagt. So. Gott, das ist viel. Halstuch, fort, neuesten Modetrends. Ah, das ist definitiv mal klar. Mit Flagge amerikanischer Stolz. Will auffallen.
Machen wir erstmal so, das ist ja so ein Standardpunkt, der ja auch erstmal nicht schlecht ist. So, wir waren hier noch nicht fertig. So, dann fahren wir runter. Was ist das hier? Tobacco. Lieblingssorte. Okay. Hui. Ja, nur mal gucken hier. So. Jetzt geht's in Regionen, die ich nicht unbedingt möchte. Ui. Na, das ist, er will auffallen. Personalisierte Stiefel. Selbstverliebte Schauspielerwerkzeug. Amerikanischer Stolz. Oh Mann, das ist echt kompliziert. Ich habe vorhin nicht auf den Text gehört, ob da irgendwas. Wenn er britische Zigaretten mit hatte. Tabaklieblingssorte. Das könnte der erste sein, der uns fehlgeht. Mist. Selbstverliebt. Warum ist man selbstverliebt? Schauspielerwerkzeug. Also der will auffallen. Wir gucken bitte auf den Hut, ja. Deswegen passt das will auffallen auf jeden Fall. Britische Zigarettenmarke, das haben wir auf jeden Fall. Da haben wir auch nichts zum Ausdingsen. Personalisierte Stiefel. Selbstverliebt. Und dann passt auch selbstverliebt. Oh, fuck it. Fuck it. Die Stiefel, das ist USA. Das Zeichen. Der noch nicht ganz 30 Jahre alte Orson Welles, sein Star amerikanischer Theaterszene, ist nach London gekommen, um sich auf die Rolle von Sherlock Holmes vorzubereiten. Es ist möglich, dass er sein Studium bereits vorher begonnen hat. Er raucht dieselbe Tabaksorte wie Holmes. Er ist narzisstisch veranlagt, folgt neuesten Modetrends. Er betrachtet sich gerne Spiegel. Er trägt eine Anstecknadel in Form der US-Flagge, um Aufmerksamkeit zu erregen. Oh nein. Mist. Mr. Wilde, Ihr Zimmer. Reizend. So eine faszinierende Stadt. Oh Gott, dieses Wir Zimmer. Müssen reden. Lieber dieses nicht. Zimmer. Du wirst wieder verärgert sein. Wiedersehen, Mr. Wilde. Ist es schon 5 Uhr? Ich denke, ich werde Mrs. Hudson um eine Tasse Tee bitten. Ja, das war's dann. Schade eigentlich. Gut, dann, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.